Das starke Herz, die kraftvolle Mitte Deutschlands, mitten in Europa. 25 Jahre Geburtstag Thüringens. Ich freue mich, dass zwei Menschen da sind, die sehr intensiv an dem Erfolg dieses Landes mitgearbeitet haben, viel Kraft in das Land investiert haben. Ich freue mich, dass Herr Althaus und Frau Lieberknecht unter uns sind. Die Menschen in der Deutschen Demokratischen Republik, die in die Friedensgebete gegangen sind, die das kraftvollste Zeichen der ganzen Welt gezeigt haben. Mit der Kerze in der Hand eine Kirche zu verlassen, mit dem Ruf, keine Gewalt. Und es ist kein Schuss gefallen. Ich sage Ihnen, allen, die dabei waren, meinen Dank, denn ohne diesen Mut hätte dieses Land sich nie verändert. Sie sind der Hauptteil, der dieses Land seit 25 Jahren verändert hat und zum Guten verändert hat. Danke dafür. Bestärkt, neuen Herausforderungen gerecht zu werden. Die Festveranstaltung zeigt unseren Stolz auf Thüringen. Es ist ein Land mit Herz, das nicht nur grün, sondern auch Menschen gegenüber weit ist. Sprach von mir. Meine Idee gehabt, diese Klosterkirche, die seit 1803 leer steht und
zu anderen Zwecken missbraucht wurde, Scheune, Pferdestall, diese Klosterkirche wieder mit Leben zu erfüllen. Und das ist mir auch gelungen. Das ist eigentlich mein Lebenswerk. Ich fühle mich sehr verbunden mit dieser Klosterkirche. Und ich habe sehr viele Gottesdienste, Konzerte und sehr hochtrabende Konzerte hier in der Klosterkirche aufgeführt. Und die Kirche ist dann auch immer voll. Wir haben immer sehr viele Besucher. Ja, natürlich gibt es für mich auch weitere Projekte, die ich ehrenamtlich bearbeiten will. Einmal in dieser Gartenbauvilla hier oben, von der Frauenschule ursprünglich gebaut worden, will ich ein Museum errichten. Und hier oben an der Klostermauer ist ein historischer Friedhof von den Domänepächtern. Und den wollen wir auch wieder restaurieren. Mein Name ist Bärbel Müller, ich bin 57 Jahre alt, seit 35 Jahren glücklich verheiratet, habe 3 Söhne, auf die ich sehr stolz bin, und bin glückliche Oma von 2 Enkeln. Ich bin seit 24 Jahren Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Altenburger Land. In diesem Rahmen habe ich viele Projekte mit initiiert. Dazu gehören unter anderem der Unternehmerinnen-Stammtisch des Altenburger Landes, junges Wohnen mit kinderfreundlichem Haus, Projekte im Rahmen des zweiten Arbeitsmarktes und in den letzten Jahren die Netzwerkarbeit im Arbeitskreis Familie schafft Zukunft, der viele Beratungen durchführt zu dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch solche Projekte durchführt, die Familien direkt zugutekommen, wie das heute zum 6. Mal durchgeführte Familienkonzert, wo wir dank der Unterstützung von Unternehmen im Altenburger Land auch immer so gewährleisten können, dass sich das die Familien auch leisten können, weil dadurch die Eintrittspreise einfach sehr günstig sind. Im Ehrenamt bin ich auch sehr viele Jahre schon tätig. Also wo meine Kinder klein waren, habe ich im Elternaktiv mitgearbeitet. Ich war im Gemeinderat, ich war Ortschaftsbürgermeisterin. Und Ende der 90er Jahre bin ich dann Vorsitzende des Kreisvereins der Landfrauen geworden und bin in dieser Tätigkeit bis heute noch aktiv. Wichtig ist mir in meinem Leben natürlich erstmal meine eigene Familie, dass die Kinder gesund bleiben, und im Beruflichen und im Ehrenamtlichen ist meine Maxime, Dinge für andere Menschen zu tun, damit die sich aufgehoben fühlen, wohlfühlen. Im Arbeitsbereich ist es besonders, dass die jungen Menschen sich hier bei uns im Altenburger Land wohlfühlen und auch gerne wieder zu uns ins Altenburger Land zurückkommen. Mein Name ist Hubert Wolf, ich bin Vorstandsvorsitzender der Bluechip Computer AG in Meuselwitz und wir sind hier doch im östlichsten Zipfel Thüringens. Die Bluechip Computer AG fertigt im Jahr knapp 100.000 Computersysteme, vom Hochleistungsserver bis zum Mini-PC, und vertreibt darüber hinaus IT, Hardware, alles Handelssortiment. Besonderes Unternehmen tue ich mich ein bisschen schwer, weil es auch sehr, sehr viele Erfolgsgeschichten auch in Thüringen gibt. Aber wir haben, glaube ich, eine sehr interessante Story aufzuweisen. In einem hart umkämpften Markt überzeugen wir als Dienstleister, und dort, wo viele IT von der Stange verkaufen, profitieren wir von einer auftragsbezogenen Fertigung mit allem, was dazugehört. Und wir fühlen uns hier im Freistaat Thüringen sehr wohl. Wir haben einen starken Regionalbezug. Meine Frau und ich, wir stammen von hier, das Gros unserer Mitarbeiter. Und wir sind ja dem Beweis angetreten, dass wir mit dem hohen Qualitätsanspruch, mit Produktivität und eben viel Fleiß und viel Hingabe genauso erfolgreich sein können wie andere Unternehmen in München, in Düsseldorf oder auch in Frankfurt. Mein Name ist Jürgen Hauskeller. Ich bin Pfarrer gewesen, 40 Jahre lang, davon 25 Jahre in Sondershausen. Und jetzt wohne ich hier in Altenburg, und das ist die Kirche, in der ich jetzt als Gemeindeglied in Altenburg zu Hause bin, die Brüderkirche. Im Jahre 2010, anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Friedlichen Revolution und
dessen, was sich in Sondershausen dazu ereignet hat, haben wir ein kleines Buch geschrieben. Wir, das sind alles Aktivisten der damaligen Zeit gewesen, Leute, die in Sondershausen die Wende, die friedliche Revolution geprägt haben mit ihrem persönlichen Einsatz. Ich bin zu dieser Zeit 1989 in Sondershausen-Stockhausen Pfarrer gewesen und dann war die Kirche, in der ich tätig war, der Ort in Sondershausen, an dem sich die Leute trafen zur Veranstaltung, zu Gottesdiensten, zu Friedensgebeten, die oft Ausgangspunkt von Demonstrationen wurden. Und in meinem Pfarrhaus ist damals die SPD gegründet worden, der demokratische Aufbruch hat sich gegründet, alles im November 1989. Im Jahre 2002 dann bin ich dann in den Ruhestand versetzt worden und da ergab sich die Möglichkeit, mit meiner Frau nach Afrika zu gehen. Und so sind wir von 2002 bis 2006 vier Jahre in die Demokratische Republik Kongo und zwar in die Hauptstadt nach Kinshasa gegangen und haben dort in der evangelisch-lutherischen Kirche des Kongo gearbeitet als Pastoren. Das ist meine Frau und die drei Kinder. Die haben wir während unseres Aufenthaltes in Kinshasa aus einem Waisenhaus adoptiert, als sie noch kleine Babys waren, im Alter von 10 und 11 Monaten. Und jetzt sind sie 12 und 13 Jahre alt. In dieser Zeit dann, in der wir die unglaubliche und unvorstellbare Armut und das Elend dieser Menschen dort, mit denen wir tagtäglich zu tun hatten als Pastoren, erlebt und erlitten haben, haben wir ein Projekt ins Leben gerufen, ein kleines Waisenhaus für 20 Straßenkindermädchen. Wir feiern in diesem Jahr das 10-jährige Jubiläum unseres Projektes und inzwischen sind vor zwei Jahren Stück für Stück noch eine Grundschule für 200 Schulkinder, die jetzt vergangenen Montag eingeschult worden sind, entstanden und die von hier aus, von Deutschland aus, durch unsere Freunde und durch den Verein, den wir gegründet haben, Hilfe für Menschen im Kongo gehalten, finanziert und getragen werden. Und das macht eine große Freude und beschäftigt mich Tag für Tag, eigentlich von früh bis Abend, für die Kinder in der Demokratischen Republik Kongo. Ich bin die Gabriele Kopf, gebürtig hier aus Mühlhausen. Wir befinden uns hier in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität des Regionalverbandes Mühlhausen, der dem Landesverband angehört. Ich bin hier, weil hier eigentlich mein zweites Zuhause ist. Als ich im vergangenen Jahr 64 Jahre alt wurde, habe ich gedacht, dass ich meine hauptamtliche Leitung als Geschäftsstellenleiterin abgebe an meine Nachfolgerin. Ich befinde mich jetzt also quasi im Ruhestand bzw. im Unruhestand. Denn nach wie vor lässt mich die Volkssolidarität natürlich nicht los. Und es wäre sehr verwunderlich, wenn es anders wäre. Mittwochs, das ist Gesetz, ist immer unser Tanznachmittag. Da kommen ganz viele Senioren. Freitagnachmittag ist Spielenachmittag. Dann treffen sich ja generell alle 27 Ortsgruppen, die wir in Mühlhausen haben, regelmäßig hier zu bestimmten Zeiten. Höhepunkte im Jahr sind zum Beispiel der Heiligabend, den wir gestalten. Wir haben viele Jahre auch Silvester hier gefeiert. Ja, natürlich, dass wir uns beteiligen an städtischen Höhepunkten, wie zum Beispiel am Ökomarkt, am Tag der Vereine, in der Behindertenwoche. Ich weiß auch nicht, ich muss ein Helfersyndrom haben, wahrscheinlich, weil ich immer soziale Verantwortung für andere Menschen empfunden habe. Da, wo ich gesehen habe, da muss man hinspringen, da muss man helfen, dann habe ich das halt so gemacht. Mein Name ist Steffen Stiebling. Ich habe 1987 eine Bäckerei übernommen in Langenhain. Das war ein ganz kleiner Familienbetrieb. Habe das dann bis zur Wende so gut wie es ging vergrößert. Habe in der ganzen, ich sage mal, im Umkreis von 10, 20 Kilometern die Konsum- und Hero-Geschäfte beliefert mit Plätzchen und verschiedenen anderen Gebäcken. Und habe dann nach der Wende
haben wir die erste Filiale aufgemacht in Tarbert und dann sukzessive jedes Jahr die ganze Bäckerei vergrößert. Haben dann 1993 neu gebaut, hier in Schwarzhausen, am Fuß des Inselsbergs. Seit 2011 stellen wir K-Keys her. Das ist der Markenname unserer neuen, komplett neuen Produktrange. Das sind die ersten und einzigen Käsekuchen weltweit, die sich ohne Kühlung und ohne Konservierungsstoffe, ohne Chemie, mit 100% Naturzutaten monatelang halten. Im Prinzip, wir haben schon einen Kuchen geöffnet, der mehrere Jahre alt war, der war noch vollkommen in Ordnung. Aber wir geben momentan 8 Monate MHD und das funktioniert sehr gut. Wir vertreiben diese Kuchen an den Einzelhandel in Deutschland und exportieren nach Japan und nach Finnland regelmäßig und sporadisch in verschiedene andere Länder.